Allein das ist es schon wert, um hierher zu kommen. Fliegen in Forellen vorm Feinsten. Ich fühle mich zu Hause. Brutal. Heftigste Klettertour. Es ist menschenleer hier, da kommt auch nicht jeder hin. Wir laufen hier durch Wahnsinn, was soll ich sagen, wir laufen hier stundenlang rum, bis wir dann solche Stellen kriegen. Allein um an so einen Pool, an so einen Hotspot hinzukommen, ist man dann durchaus mal 1,5, 2 Stunden unterwegs. Ja, aber das macht nichts, das gehört dazu. Das ist Natur, das ist unser Leben, das ist Fishing. Ich glaube, dann probiere ich mal da vorne rechts neben dem weißen Wasser, neben der Rausche, da relativ weit hoch zu werfen. Ja. Sehr guter Treffer. Wow, großer Fisch. Oh. Boah, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Der ist immer noch da. Oh, scheiße, schaut die geil aus. Entschuldigung. Der Biss war fett, dicker Fisch. Jetzt schauen wir mal, vielleicht kommt er nochmal. Bisschen nervös. Nächster Wurf. Treffer. Voll wieder die Ecke zwischen Rausche und. Aber die hat schon jetzt eine Attacke und dann schwimmt die noch nach und dann war es das. Leider. Ja, eine kleine schwimmt hinterher. Eine ganz kleine. Ja, da. Oh, das ist gar keine ganz kleine. Das sah so klein aus. Ich werfe noch mal ganz rechts rein erstmal. Und dann probiere ich es trotzdem noch mal da aus dem Weiß. Wow, Attacke! Da kommt die andere, da ist die andere. Ich sehe die andere. Boah, da, ich sehe sie. Ah, da, 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 da. Ja. Ja, ja, ich sehe sie schon. Rechts in die Ecke. Treffer. Da, da. Boah. Boah, boah, boah. Sofort wieder hinterher. Total geiles Wildgewässer. Die Natur ist der Wahnsinn. Wir befinden uns in dem Tobel, in der Schlucht. Laufen den Fluss hoch, werden nachher noch ordentlich klettern müssen. Ich bin schon gespannt, was uns alles erwartet. Wir haben hier in dem Pool hinter mir schon die ersten geilen Bisse bekommen. Ein paar fliegende Fische schon gesehen. Eine Forelle war komplett draußen. Eine sehr gute hat gebissen für den Bach, denke ich mal. Und ja, wir schauen mal. Also Topwater-Angeln funktioniert überall. Hier haben wir sehr kaltes, klares Wasser. Aber die Forellen kennen es halt nicht. Und die Forellen, man sieht sie auch steigen. Die nehmen Nahrung von der Oberfläche aus. Auf und deshalb müssen sie Topwater beißen, ganz klar. Werden sie auch machen, haben sie auch schon gemacht. Wir müssen mal noch einen gehakt kriegen, das machen wir jetzt dann im nächsten Pool. Ist ein bisschen tricky mit einem Einzelhaken ohne Wiederhaken, aber das ist vollkommen gerechtfertigt. Die Fische sollen ja auch eine Chance haben und wir werden noch den einen oder anderen fangen. Mit dem geringen Sportgepäck geht es jetzt gleich weiter. Wir kämpfen uns nach oben, schauen mal, was uns erwartet und gucken mal.
Es ist ein absolutes traumhaftes Gewässer, gerade hier glasklar, und ich bin ja eh so ein Naturfanatiker, und da bin ich hier genau an dem richtigen Fleck mit dem Bene unterwegs, mit Topwater Productions auch. Vielen lieben Dank, dass ich auch die Eindrücke da sammeln kann. Ich bin hier absolut geflasht. Wir haben hier wahnsinnige tiefe Pools, die gehen hier 5-6 Meter runter, natürlich auch seichtere Pools. Dann haben wir das ganz normale Rinnsalgewässer und dann absolute wilde Bachforellen. Und genau das ist es, was wir wollen. Wir wollen raus in die Natur, wir wollen uns die Eindrücke alle hier sammeln, mit den Bäumen, mit den Steinen, auch wie die Steine auch ausgespült sind. Das ist Wahnsinn. Man sieht hier auch ganz klar, es ist echt eine gefährliche Sache auch. Es gehört dazu, aber man muss aufeinander aufpassen. Und das haben wir uns ganz oben auch auf die Liste geschrieben, dass wir aufeinander aufpassen, weil wir haben wirklich Stücke dabei gehabt. Das ist absolut lebensgefährlich. So ein bisschen anspruchsvolles Gelände hier. Man muss aufpassen, Steine können rutschen. Man muss auch aufpassen auf so querhängende Bäume, dass die nicht einfach runterfallen. Und jo, dann klettert man hier. So geil. Da geht es ordentlich runter. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Hier wird es glatt, rauscht und wir sind am Start. Hey. Da vorne wird es wieder sportlich. Juhu! Ganz, ganz crazy. Abgefahren. Ja, man darf eins nicht vergessen. Ein falscher Schritt und du bist weg hier draußen. Auf jeden Fall. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber dafür ist die Location und die Natur hier so gigantisch. Boah. Voll geil. Ich fühle mich zu Hause. Brutal. Heftigste Klettertour. Da ist er. Es ist manchmal schon schwierig und anstrengend, da durchzulaufen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ein bisschen, sag ich mal, ein Outdoor-Mensch ist. Das macht so einen riesen Spaß.
extreme Passage geschafft. Tommy kämpft noch gerade. Hardcore, wenn es da runter geht. Ist einfach nur. Ist böse manchmal. Fuck, was machen wir hier eigentlich? Nach so einer krassen Klettertour, eine kleine Bachforelle, aber was für ein wunderschöner Fisch. Ich habe ganz selten so einen schönen gesehen, gefangen. Ich bin mega happy. Eine Aktion. Ich bin noch nie so geklettert für einen einzigen Fisch, aber das war geil. Das machen wir gleich nochmal. Ich bin im Himmel. Top vor der Himmel. Ich gehe jetzt nochmal da rein, vielleicht wieder nochmal ein und ansonsten machen wir dann weiter. Wow! Wow! Allein das ist es schon wert, um hierher zu kommen. Fliegende Forellen vom Feinsten. Diese Natur, diese menschenleere Gegend, das ist einfach unfassbar. Da geht nicht jeder hin. Also das ist auch was, man muss fit sein, um so eine Tour zu schaffen, weil wir haben das gerade gesehen, ein falscher Schritt kann ganz schnell bedeuten, dass du einfach weg bist, dass du abrutscht, den Felsen runterfällst, in den Tobel rein und dann war es das. Das heißt, man muss hier extrem aufpassen, man muss wirklich sehr, sehr bedacht an die ganze Sache hingehen. Aber man kann dafür eine Natur erleben, die gigantischer nicht sein könnte. Und das treibt mich schon immer voran, gerade solche extremen Plätze, wo das Angeln vielleicht auch nicht einfach ist durch sehr viel Strömung, durch viel schnelles Wasser. Aber man wird dafür absolut belohnt und entschädigt, gerade wenn man an solche wunderbaren Pools kommt, wenn man an solche Wasserfälle kommt. Oh, Attacke war da. Die war schon kurz dran, hat geschnäppert, aber daneben. Attacke. Schade. Komm, 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 komm. Komm. Ist das geil. Die Faxe, das ist so geil. Attacke, Attacke. Komm, einen noch und dann gehen wir, grabbeln wir ein bisschen vor.
diese Kulisse allein, dann, wenn man die Fische anrauschen sieht oder sie kommen direkt von der Gumpe unten raus, springen raus, machen Saltos. Ich meine, Wahnsinn, Wahnsinn. Au! Ja, komm. Ah, daneben gesprungen. Aber die mag nochmal. Die mag nochmal. Voll daneben gesprungen. In der Idylle hier und natürliche Bachforellen, was will man mehr? Ja, war ein Schnepper da. Oh, oh, zwei Attacke. Drehen ab, waren sind zwei da. Eine nach. Attacke, Attacke. Ah, schade. Nochmal. Ah. Springende, oder ich bezeichne es jetzt mal als fliegende Bachforellen, die sich einfach den Köder, ja, einfach nur gnadenlos fressen wollen, attackieren wollen. Und das ist ein Erlebnis, wo man dann gerne auch zurückblickt. Ich werde das mein ganzes Leben nicht vergessen. Ja, jeder Stock und jeder Stein haben sich einfach gelohnt, drüber zu gehen. Baum, Stein, gut, geil, 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 komm. Komm hoch, du Fischi. Jo! Oh. Wuhu! Was für eine Attacke! Huhu. Komplett in der Luft, zweimal. Krass. Muss mal hängen bleiben hier, aber geil, in den Pool geht's ab. An den Stein hin, an den kleinen wieder. Jetzt kommt eine, ich sehe sie schon, sie kommt, ah, Biss. Wie krass weit die hinterher schwimmt. Yes, nein, krass, nochmal rein, gleich weiter hier. Du siehst die Forelle hinterher, oh, die beißt, beißt, kommt komplett raus und dann holt sie sich. We'll be right back.
klein, Bananastick, Goldfisch, den sehen wir sehr gut, den sehen die Fische sehr gut. Deshalb angeln wir so gern mit Schockfarben, weil eine Schockfarbe einfach sich super abhebt, die Würfel klappen besser, die Fische nehmen gut wahr. Und es ist vollkommen egal, ob wir im glasklaren Wasser damit angeln. Die Fische haben kein Problem. Die nehmen auch Schockfarben, also da könnt ihr euch ruhig trauen, auch mal was richtig Kräftiges hinzuhängen. Es beißt einfach so krass in der unwirklichsten Location, direkt an diesem fetten Wasserfall. Die Fische fliegen durch die Gegend. Das ist Topwater-Angeln. Wow, das war ein schöner Fisch. Wow. Da ist er, da ist er, da ist er. Hey. Boah, ist das ein geiler Vogel. Boah, Treffer. Boah, die war dick, die war. Boah, voll daneben, voll daneben. Wow. Wow. Ja, nein. Oh. Unfassbar geil. Wie viele Bisse wir hatten. Wir hatten so geile Bisse. Und manchmal ist es mehr wert als viele Fische zu fangen oder den größten Fisch zu fangen. Nein, das Erlebnis in dieser, ja, in dieser einfach gigantischen Natur, komplett alleine und mega Spaß und die Fische hatten Bock. Es war einfach, ja, mit der beste Angeltrip ever. Oh, da kommt sie, da kommt sie. Oh. Ah, die Sau. Oh. Wow, die ist auch dick. Boah, die ist so geil, die schaut so geil aus. Es muss nicht immer alles unter Wasser stattfinden. Wie gesagt, wir haben hier hinter mir ist ein Pool, der ist 5 bis 6 Meter tief. Da springen Leute auch rein von was weiß ich was für Höhen. Für mich ist es nichts. Die Fische sind trotzdem da und die beißen an der Oberfläche. Das ist Wahnsinn. Ja, hier ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber das macht auch nichts. Wir haben hier die Thematik Einzelhaken, Schonhaken ohne Wiederhaken und dann nur einen Haken am Köder. Ja, dementsprechend haben wir wahnsinnig viele Fehlbisse. Das macht aber nichts. Da schwimmt eine hinterher. Wow, dicke Forelle, Alter. Was für ein Vieh das war, ey. Boah. Boah, Treffer. Wow. Uhu. Da müssen wir jetzt dann gleich hoch. Wa? Das wird noch sportlich. Schauen wir mal, wie wir das so schaffen. Und dann geht es auf einer bisschen leichteren Rieselstrecke, denke ich, weiter. Ein paar Pools werden wir uns noch anschauen. Wir werden hoffentlich noch den ein oder anderen Fisch ans Band bekommen. Und ich denke, das war ein absolut gelungener Trip. Noch so was am Rande, wenn euch unsere Videos gefallen, hey, tut uns einen Gefallen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Das wäre eine schöne Sache. Und dann können wir weiter solche geilen Geschichten für euch aufnehmen.
weiter solche Abenteuertrips machen. Und ja, wir bringen euch an Plätze, an die ihr vielleicht sonst nie hinkommt. Deshalb immer schön Topwater schauen. Geile Sache, geiler Kanal. Haut rein, fettes Petri Heil und maximale Angelerfolge. Leute, wir sind am Ende. Leider Gottes, es war eine harte Tour, extrem hart. Auch vor allen Dingen, wenn man das nicht mehr ganz so gewohnt ist. Man merkt es, man kommt dann doch schon mal ins Alter. Ja, was soll ich sagen? Ich bin immer nur geflasht von der ganzen Kulisse hier. Kaputt, definitiv. Morgen gibt es Muskelkater vom Feinsten. Wir haben etliche Höhenmeter auch dementsprechend hinter uns. Und es sind so geile Spots gewesen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also wir sind ja, teilweise wirklich 2-3 Stunden zu einem Spot marschiert, gekraxelt unter Baumstämmen rum. Das ist eine wahre Pracht. Aber für dieses Erlebnis, sage ich jetzt mal, nimmt man das gerne in Kauf. Gerade in der Region, wo ja das Topwaterfischen hier absolut angesagt ist, gerade auf die wilden Bachforellen. Ja, die pflücken sich die Nahrung weg von der Oberfläche, was gerade kommt. Ja, und da sind unsere Köder genau richtig. Cool, schreit nach einer Wiederholung. Wir sind am Ball, Topwater Productions. Mir hat es getaugt. Bin überzeugt, der Bene ist immer nur geflasht. Wie soll man da ernst bleiben? Der Eu macht einen Sitzbart und ich soll hier ein Interview halten. Ja, ich weiß schon, hast du... siehst du mich beim Hören? Ich sehe dich beim Hören, ja. Ich sag ja, das schreit echt danach. Entschuldigung, ich habe schon wieder so angefangen. Dauert das gar nicht mehr. Wie sollen wir das hier jemals zu Ende bringen, wenn es schon wieder so losgeht? Oh, setz mich doch nicht so unter Druck. Ah, oh mein Gott, ich muss jetzt mal hier wieder klarkommen. Mein Arschtropf. Hör auf mit so einer Scheiße. Dann kann man doch kein Interview halten.